Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge zum Marsch. Einen schönen Sonntag. Wir machen jetzt machen die Ernte weiter. Hauptsächlich Hopfen und Tabak. Tabak ist ungefähr zur Hälfte fertig, das ist gut. Dann wollte ich noch Hopfen zur Brauerei fahren. Das wollte ich gleich tun. Und dann sehen wir gleich weiter, dass wir da die Hopfenernte noch fertig kriegen heute. Oder zumindest ein Großteil. Dass wir vielleicht um 18 noch beginnen können. Und dann sehen wir weiter. Pflügen. Wie gesagt, Pflügen kann dann nebenbei gemacht werden. Und dann geht die Ernte näher bei Mais los. Feld 6 und Feld Nummer 4. Ja. So im Groben, ne? Ist so heute Herbstmitte, also morgens Herbstende. Noch sind es 3 Tage. Betone noch. Werde es aber auf 6 Tage im Winter umstellen. Aber im Winter sagen wir nur 1, nicht vorher. Sonst haben wir gleich wieder 2 Tage Herbst. Und das würde ich dann auch nicht. So, den wollen wir jetzt da anhängen. Oder vorspannen, ne? Oh, die Mülltonne. Oder fest montiert hier. Ach, hier die bösen Schilder, die mir im Wege stehen. Und hier soll nur, ist die 1000 reingehen, gut. Ist nicht berauschend viel, aber wie gesagt, das ist ein schönes Gespann. Hängt ja zusammen, ne? Den habe ich schon lange im Bordordner und nie gekauft. Das ist ja auch ein Unding, ne? Dass man sich was besorgt. Mod-Ordner und dann nachher nicht zulegt. Macht ja ohne den Speicher voll. Plötzlicherweise, ne? So, hoffen wir mal Hopfen kriegen, ne? Eigentlich schon, die sind schon hergefahren. Hopfen, oh ja. Kann die Brauerei losgehen, ne? Wir haben noch Milch und man darf nicht vergessen, dass ich nicht irgendwann das Spiel beende und nicht verkaufe. Das ist ganz blöd. Ich weiß nicht, ob das der Markt weiß, welchen Markt, wenn ich den Markt beendet habe. Oder ob die Milch dann im eigenen Lager gelagert wird beim Markt. Das weiß ich. Das weiß ich nicht. Ja, macht gut. So. Ja, äußerst ungünstig. Wäre ja auch schade fürs Geld, ne? Also die Milch bringt ja im globalen Markt richtig viel ein, wenn der Markt leer ist, ne? Also anscheinend kauft er mal jemand viel Milch, keine Ahnung wer. Weil ich kann es verstehen, wenn jemand Produktion hat, dann ist es praktisch. Er steht der andere im Weg. Gut. Aber den fahren wir gleich hin und auskippen. Und dann ja, wir haben viel Arbeit hier. Also gib Ruhe. So, ist 7:45 oder kommt die Vorankündigung vom Livestream? Ja. Ja, heute habe ich keine Zeit, heute muss ich selber spielen. Also ich will selber spielen, aber so, ich muss nicht, ich will. Das Wort muss gibt's nicht. Angefangen ist angefangen, ne? So. Da weiterlaufen. Gut, die haben einen anderen Kurs genommen. Das ist gut. Habe ich doch anders gespeichert. War mir nicht ganz sicher. So.
Der hat mich gerade einen Hopfen Nachschub gebracht. Er sagt erstmal, dass die Brauerei erstmal arbeiten kann und dann sind wir weiter. So. Also zu. Dann geht das los. Das sind 48 Tonnen. Ich habe aber jetzt auch nicht den Mod aktiviert, reale Gewichte. Ne? Also. Mein gut Hopfen, weiß ich, ob das so schwer ist. Normalerweise ist es ja ganz leicht. Das sind ja im Grunde Blüten einer Kletterpflanze. Das hat keine große Masse normalerweise. Sei es gepresst zu Pellets, das ist eine andere Geschichte, aber sonst ist das nicht so schwer. Hab noch keine Hand gehabt, aber ich hab's gesehen. Also die Hopfen, das ist im Grunde eine Blüte. Eine weibliche Blüte einer Pflanze. Und die werden geerntet. Ich glaube, die sogar vor der Blüte an sich. Da muss ich ausmachen, das ist nicht gut. Beschwert sich dann meist, wenn das Telefon aus ist, keine Ahnung, erreichbar ist. Wie wir damals hier in den Lockdown hatten, anfangs, wo zwei Tage zu Hause war. Und schon noch am ersten Tag, ja, hat sie klingelt, kann man arbeiten können. Ich habe es ja nicht gehört. Ne? Ich habe nur nächsten Tag aufs Telefon geschaut. Oh, angerufen. Und dann habe ich näher zurückgerufen. Das hält er mir heute noch vor. Aber muss ich mal erzählen, dass ich das nicht, den Lärm nicht ab kann. Ne? In der Aufnahme. So wäre es mir egal, aber. Aber die LKW sind besser, die sind nicht so empfindlich, die übersteuern nicht so leicht in der Kurve und wackeln auch nicht so doll. Muss man auch wissen, dass die langen Geschosse eigentlich für Autoreifen ungünstig sind, aber wir fahren meist auch selber. Bei der Ernte geht auch ein Traktor und Hopfen, 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 Brauerei. Nehmen wir nächste Einfahrt. Oh. Lohnzahlung. Da sind sie pünktlich. Jetzt könnt ihr wieder arbeiten. Legt los. Ich hatte mal eine Brauerei besichtigt gehabt über die Firma. Letztes Jahr. Und die haben überwiegend. Was heißt überwiegend? Die haben nur für Gastronomie gearbeitet, also gebraut. Wenn man sich das vorstellen, das war für die garantiert eine Katastrophe, weil alle zumachten. Die hatten keine Einnahmen, weil die hatten keinen Markt in Flaschen und so. Die hatten nur Fässer gehabt für ja, da werden sich auch überlegen müssen in Zukunft, ne? Oder so, dann haben wir immer genug überhaupt noch einmal arbeiten. So. Wird eh nicht reichen, so oder so nicht. Aber hoffen wir das Beste. Ne? Den fahren wir mal zurück zum Hof. Und dann schauen wir mal den Düngerstreuer, den wir den rauskriegen. Hier können wir noch Baumstumpen fräsen, ne? Bei Gelegenheit. Ne? Also, wer Langeweile hat. Ich habe keine Langeweile zur Zeit. Die fräse ich auch nur dann, ja, das ist ja auch noch hier, Mais. Müssen wir mal kurz reinlaufen und die Dinge aktivieren. Mal solange er das nimmt, ist gut. Dann nicht mehr müssen wir umstellen. Weil ein Förderband reicht nicht, ne? Also. Ja. Der macht immer so ein komisches Geräusch hier. Das Ding will ich ja komplett wegreißen. So, einer kippt ab. Dann ist der nicht hundertprozentig Motor starten. Das ist auch dran. Ne? Das war nicht viel.
Gut. Diese vereinfachte Geschwindigkeit ist ruckzuck voll, aber das sind ein paar Einnahmen, die wir doch immer haben können, ne? Ey, der LKW ist da. Also sieht aus, wie wir umstellen müssen hier. So. Ein bisschen. Kippelte Wursche. Also lang funktioniert. Okay, LKW. Wird überlaufen, ne? Wie gesagt, erst in der Zeit ist es nicht ganz so schlimm. Müssen so näher sehen, wenn wir Zeit haben. Manuell ein bisschen nachhelfen. Aber wir haben keine Zeit. So. Tabak ist voll. Ja, gut, dann muss man Tabak machen. Muss ja, ne? Ja, schöne Landschaft, ne? Ich habe jetzt im Treiber die Einstellung übernommen. Naive Einstellung für 2K. Also es gibt auch für HD und ja, die vier Einstellungen. Also einfach HD, HD, 4K, 2K. Ich glaube 4K glaube ich nicht. Aber egal. Jedenfalls ist das so, dass die Bilder dann, also dass das Bildschirm sich so optimal einstellt, wie, als wenn das die empfohlene Einstellung sein oder ist. Das ist nun neu vom Treiber her, das ist unterstützt. Man muss aber manuell einstellen. Es gibt ja schön ein Video von Monty und der hat es mal erklärt und dann habe ich da ein bisschen nachgestellt. Ne? Bisschen. Und ich finde es besser geworden vom Bild her. Bin schärfer. Ob ihr das auch seht, das ist, hoffe ich mal. Ne? Ich sehe es auf jeden Fall. Ich nehme ja hier ein 2K auf und render das runter in HD. Und lade es auch in HD hoch. Weil 2K ist schlichtweg die doppelte Menge an Datenvolumen. Und wäre doch ein bisschen viel auf Dauer. Zeitlich gesehen. Das ist nicht die Frage des Wollens, sondern zeitlich gesehen. Und 2K hat ja auch nicht mehr Zuschauer gebracht, in Anführungszeichen. Ne? Aber irgendwann mache ich es wieder, aber wie gesagt, zurzeit ist es zeitlich gesehen besser, man macht HD und ich denke mal, so kann man es auch nicht sehen. Die allermeisten haben ja meiner Meinung nach EHD-Monitore. Kann mich das täuschen. So. Geh in. Ich hätte ihn gerne noch vorher entleert, ne? Ich erwarte einfach den Helfer, das weiß, ne? Aber gut. Das ist die KI. Das heißt, es leer machen und dann weiterfahren. Und das ist ungünstig. Dann schreit er gleich wieder voll. Und da ist er mittendrin. Bei KI ist das ein bisschen blöd. Kursplayer ist auch blöd, in Anführungszeichen, ne? Weil dann wäre er komplett. Ja, mit dem zweiten Anhänger, das ist ein bisschen schwierig, da entsprechend so zu hantieren, dass er nicht reinfährt, ne? Entschuldigung. So. Jetzt kann er weiterarbeiten.
So, da haben wir sie wieder. Den müssen wir dann nehmen zum Flügen, aber das. Der ist auch fast voll. Ich wollte noch Milch kümmern. Lassen. Kurz löschen. Ja, ob das meist noch entsprechend. Wir werden es zur Not häckseln. Ne? Also, wenn Small noch mal wächst, gut, häckseln. Und wenn nicht, gut. Dann haben wir Spaß gehabt, aber keinen Nutzen. Liegt aber auch daran, dass ich dummerweise den Geomod mittendrin umgetauscht habe. Ja, das soll man nicht tun, ne? Ich konnte auch den Hopfen auch nur retten, weil ich den Geomod hier zurückgenommen habe. Hatte ich ja vorher Dänemark gehabt, da hatte ich mal kurz von auf diesen Marsch genommen. Und dann habe ich jetzt durch Dänemark wieder nehmen, den Hopfen retten können. So kann man wieder verdorrt, wie meine Gerste. Gut, Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Und wünsche euch allen noch einen schönen Restsonntag. Tschüss.